In dieser Episode gebe ich dir 7 Tipps, wie du den Zuckerentzug gut hinbekommst. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in der letzten Episode ging es ja eher darum, welche Nebenwirkungen auftreten können, wenn du einen Zuckerentzug machst. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es nur radikal funktioniert, dass ein bisschen Zucker weglassen nichts nützt, dass es da kein Mittelding gibt, dass du halt auch die positiven Effekte nur dann spürst, wenn du auch wirklich mal eine Weile auf Zucker bzw. viele Kohlenhydrate in Form von Pizza, Pasta und so weiter verzichtest. Und heute möchte ich dir 7 Tipps geben, wie du das auch gut schaffst. Und mein erster Tipp ist, schreib auf, was möglich wird, wenn du es durchziehst. Das kann ein Vision Board sein, das kann ein Kraftsatz sein, den du dir aufschreibst, das kann ein Kraftwort sein, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt. Wichtig ist, dass du deiner Fantasie wirklich freien Lauf lässt und dir auch dabei sagst, dass es keine Rolle spielt, wie du dorthin kommst, wo du hin möchtest, sondern darum, was möglich ist, wenn es absolut überhaupt keine Grenze gibt. Der Vorteil, den du davon hast, wenn du dir das mal sagst, aufschreibst, aufmalst, aufzeichnest, ist, dass du täglich vor Augen hast, warum du das alles machst und dadurch die Extrameile gehst, beziehungsweise es wird leichter, die Extrameile zu gehen. Es wird leichter, aus deiner Komfortzone zu kommen und du lässt dich viel eher auf Veränderungen ein, wenn du vor Augen hast, was möglich wird, wenn du das durchziehst. Mein zweiter Tipp, sei konsequent. Ich habe es gerade schon nochmal angerissen, ein bisschen Zucker weglassen als Zuckerjunkie ist wie ein bisschen Alkohol weglassen als Alkoholiker. Also mein Tipp ist, zieh dran. Lass wirklich den Zucker mal ein paar Tage weg und es wird an 2 bis 3 Tagen, das hatten wir in der letzten Episode besprochen, auch mal härter werden. Du wirst eventuell Nebenwirkungen verspüren. Ich hatte dir ja die Tipps gegeben, wie du die klug umschiffen kannst. Und mein Tipp ist wirklich, halte durch und nach 2 bis 3 Tagen wird es besser. Es ist übrigens nicht bei jedem so, dass Nebenwirkungen auftreten. Das ist jetzt nicht grundsätzlich bei jedem Menschen so. Meiner Erfahrung nach kann es auch nur einen Tag dauern. Es gibt auch Leute, die spüren so gut wie gar nichts und die meisten haben so 1 bis 3 Tage ein paar Nebenwirkungen. Wenn du konsequent bist, dann spürst du auch die positiven Effekte nach relativ kurzer Zeit. Das heißt, du hast weniger Heißhunger. Du bekommst richtig Höhenflüge, weil du plötzlich so viel mehr Energie hast, weil dieses Zucker- und Kohlenhydrate verstoffwechseln verbraucht auch echt viel Energie und die bleibt jetzt für dich. Und du spürst, dass die Kilos purzeln. Das ist zwar erstmal in Anführungsstrichen nur Wasser, motiviert aber trotzdem total, wenn du das auf der Waage siehst, dass da was passiert und du hast kein Mittagstief mehr zum Beispiel. Das passiert aber wie gesagt nur dann, wenn du den Entzug konsequent für ein paar Tage durchziehst. Mein dritter Tipp, sorge für leckere Low-Carb-Vorräte. Denn Fakt ist, je mehr Auswahl du hast an gesunder Nahrung, desto leichter fällt es dir, auf
Blödsinn zu verzichten. Wenn es in deiner Küche aussieht wie an einem Gemüsestand, bist du auf einem richtig guten Weg. Mein Tipp, pack dir Kühlschrank und Kühltruhe voll mit Low-Carb-Nahrung, auf die du immer Lust hast. Und bei mir wird jetzt wahrscheinlich nicht so ganz dein Geschmack sein. Bei mir sind es hartgekochte Eier, die ich immer im Kühlschrank liegen habe. Ich liebe Brathering, den habe ich auch immer, den hole ich mir immer auf dem Markt samstags in so einem kleinen Eimerchen. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Oder Hühnerbollen. Ja, alles, was so fertig schon ist und auf das du schnell Zugriff hast. Blattsalate mag ich total. Rote Paprika liebe ich. So frischen Fenchel in den Salat reingeschnitten und gefrorene Himbeeren, die eventuell in einen Smoothie reinkommen. Das sind so meine Lieblings-Low-Carb-Nahrungsansätze. Mein Tipp auch noch, lade dir meinen kostenlosen Clean Eating Einkaufsguide runter. Du findest ihn natürlich auch hier in den Shownotes. Dort findest du einen perfekten Überblick über alles, was gesund ist. Und ich verlinke dir auch noch das Rezept zu meinem Low-Carb-Brot, was im Prinzip ein Eiweißbrot ist. Viel Eiweiß, viele gute Fette, ganz, ganz, ganz wenig Kohlenhydrate, falls dir der Verzicht auf Brot eher schwerfällt. Tipp Nummer 4, räum dir Zuckerfallen aus dem Gesichtsfeld. Wozu das gut ist, ist ganz klar, du machst es dir wesentlich leichter, wenn du die Sünden, Süßigkeiten nicht siehst. Wie kannst du vorgehen? Du kannst zum Beispiel Fertignahrung, es geht ja nicht immer nur um Süßigkeiten, es gibt ja auch ganz viel Nahrung, die auch sehr viel Zucker enthält und dazu gehört die Fertignahrung. Also wenn du dir Fertignahrung, die nicht in den Kühlschrank muss, in einen Karton im Keller deponierst, Süßigkeiten an Nachbarn, Kollegen oder wen auch immer verschenkst und Familien, Freunden und Kollegen mitteilst, dass sie dir auch keine Süßigkeiten mitbringen, schenken oder anbieten sollen. Ja, einfach mitteilen, ich bin hier gerade in einem Projekt zuckerfrei und bitte lass mich in Ruhe damit. Hierzu noch ein Tipp. Ich gebe dir in die Shownotes noch einen Link zu einem PDF. Das kannst du dir direkt runterladen. Meine 50 coolsten Tipps gegen Heißhungerattacken. Die Heißhungerattacken, hatte ich ja gerade in Punkt 1 schon erwähnt, die werden von Tag zu Tag weniger, aber nur für den Fall der Fälle gebe ich sie dir hier noch in den Shownotes mit rein. Tipp Nummer 5, iss dich satt an Fett und Eiweiß. Wenn du mir schon eine Weile hier zuhörst, weißt du schon, dass sobald du Eiweiß und gesunde Fette in deiner Mahlzeit hast, wirst du wohlig und anhaltend satt. Geniale Kombinationen sind zum Beispiel ein Salat mit ordentlich Olivenöl und ein Stück Fisch obendrauf, zum Beispiel Seelachs. Oder Ceviche vom Lachs. Dieses Rezept werde ich dir auch in den Shownotes verlinken, beziehungsweise steht dann immer im Beitrag mit drin zu dieser Episode. Dann Gemüsepfanne mit Kokosöl und Spiegeleiern. Hier hast du halt aus den Spiegeleiern das Eiweiß, aus den Eiern und dem Kokosöl die guten Fette und aus dem Gemüse auch noch Mineralien, Vitamine und Spurenelemente. Perfekte Kombination. Dann Avocado mit dem Low-Carb-Brot, was ich dir hier verlinken werde, beziehungsweise in dem Beitrag. Also wenn ihr was sucht und das findet das nicht in den Shownotes, immer auch im Beitrag schauen. Avocado, gute Fette. In dem Low-Carb-Brot habt ihr eine Menge Eiweiß drin und auch wieder die guten Fette und werdet wieder richtig schön satt. Dann noch zwei Beispiele habe ich. Einmal gerösteter Blumenkohl mit Hühnerbollen, also Blumenkohl einfach in den Backofen, 20, 30 Minuten backen, zum Schluss ein bisschen Oberhitze, dann ist der geröstet und die Hühnerbollen, die kann man sich auch schön vorbereiten, einfach mal 18 Stück in die Kasserole legen für die nächsten 2-3 Tage und du hast immer Zugriff auf leckere Hühnerbollen. Ein letzter Tipp, Rührei mit Krabben. Klar, aus dem Rührei und den Krabben habt ihr jeweils das gute Eiweiß und ihr bratet das natürlich mit Kokosfett oder Olivenöl an.
Ich meine, Tipp ist immer, Kokosfett zu nehmen, weil man das deutlich heißer machen kann. Olivenöl sollte man eigentlich nur zum Andünsten maximal nehmen. Das sollte nicht so heiß gemacht werden, weil die Fettsäuren extrem empfindlich sind. Ja, und mein bester Tipp zu diesem Tipp, iss dich satt an Fett und Eiweiß, koche doppelte Portionen. Das kannst du kühlen oder einfrieren und hast dann ruckzuck was auf dem Teller, wenn du mal nicht zum Einkaufen oder zum Kochen kommst. Tipp Nummer 6. Wichtig, beziehe deine Umgebung in deine Pläne ein. Weil ich sehe es ja hier mit meinen 1:1 Coaches, wenn die mir erzählen, dass sie ständig erklären müssen, warum sie jetzt keinen Wein zum Abendessen wollen oder den verführerischen Nachtisch nicht essen oder das leckere Baguette beim Italiener ignorieren. Erkläre deinem Umfeld einfach klipp und klar, welches Ziel du gerade verfolgst. Zum Beispiel, ich möchte vom Zucker weg. Unterstützt du mich? Das würde mich sehr freuen. Und dann hast du dieses Thema erledigt und es wird alles noch mal ein bisschen leichter. Mein 7. Tipp ist, notiere deine Erfolgserlebnisse. Reflektiere, was sich verändert. Das heißt, du kaufst dir vielleicht ein kleines Notizbuch und schreibst dir auf jeden Abend, jeden Morgen, je nachdem, wie du Zeit hast, was ist mir denn leicht gefallen, was ist mir leichter gefallen, als ich gedacht hätte. Und beobachte vor allem, was machen wir nämlich viel zu wenig. Wir reflektieren dann nämlich gar nicht so richtig, was sich alles tut, außer dem Gewicht auf der Waage. Es verändern sich aber noch so viele andere Dinge, zum Beispiel dein Energielevel, deine Schlafqualität, deine Verdauung, deine Lust auf Bewegung und ja, klar, auch deine Figur, aber alles andere ist genauso wichtig. Und wenn du dir das jeden Abend mit ein paar Worten notierst, wie es dir geht, kannst du in 3, 4 Wochen mal draufschauen, wie du gestartet bist, wo du gestartet bist, was sich in dieser Zeit verändert hat. Und das wird dich unheimlich motivieren, am Ball zu bleiben. Du wirst sehen, welcher Weg schon hinter dir liegt, welche Hürden du schon geschafft hast. Und das wird dich sehr ermutigen, hier weiter dran zu bleiben. So, ich wiederhole jetzt nochmal diese 7 Tipps für dich in der Zusammenfassung. Erster Tipp war, schreib auf, was möglich ist, wenn du es schaffst. Zweiter Tipp, deck dich mit leckerer Low-Carb-Nahrung ein. Dritter Tipp, iss dich satt an Eiweiß und guten Fetten. Viertens, räum dir Zuckerfallen aus dem Gesichtsfeld. Fünftens, halte die 2, 3 Tage durch, an denen es eventuell ein bisschen härter wird. Sechstens, beziehe Familie, Freunde und Kollegen in deine Pläne ein. Und siebtens, notiere deine Erfolgserlebnisse. Ich kann dir versprechen, dass all diese 7 Tipps für sich sehr wichtig sind. Auch wenn du vielleicht bei dem einen oder anderen denkst, ja, weiß ich schon oder weiß ich jetzt gar nicht, ob das so wichtig ist, ob ich das machen soll. Versuch es einfach mal. Ja? Zieh das einfach mal so durch, wie ich dir das hier empfehle. Ich habe ja nun mal auch eine Menge Erfahrung jetzt schon im Coachings mit meinen Coaches hier im Online-Coaching. Und um dir das noch ein bisschen leichter zu machen, habe ich dir auch noch einen Zuckerentzugsplan geschrieben, wo du diese Tipps alle drauf hast, mit den Tipps auch zu den Nebenwirkungen aus der letzten Folge. Das bekommst du auch einen Link von mir in dem Beitrag zu diesem Podcast. Und das ist ein PDF, was du dir einfach runterladen kannst. Okay? Also, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch eine tolle Woche und falls du denkst, dass du mal eine Begleitung brauchst bei deinem Zuckerentzug, melde dich einfach bei mir. Schreib mir eine E-Mail. Hallo Daniela, wie sieht das denn aus? Wie läuft das denn, wenn du mich bei meinem Zuckerentzug begleitest? Dann telefonieren wir uns zusammen. Du sagst mir, wo du hin möchtest und ich erkläre dir, wie ich dich dorthin bringe. Ja? Also, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.